Lasst uns kurz annehmen, wir seien interstellare Reisende, die von der Erde kommen, wie wir sie heute kennen. Und, aufregend genug, auf unserer Reise stolpern wir über eine exakte Replik unseres Planeten. Der einzige Unterschied zwischen dem Stadium dieses neuen Planeten und unserem ist, dass es dort keine Menschen gibt. Menschliche Evolution hat nicht stattgefunden. Demzufolge sind dort keine etablierten Ordnungen, keine gesellschaftliche Arroganz, natürlich kein Geld, also nichts, was unsere Möglichkeiten einschränkt. Den heutigen fortschrittlichen wissenschaftlichen Kenntnisstand vorausgesetzt, wie würden wir mit einer grundlegenden Umgestaltung unserer gesellschaftlichen Infrastruktur vorgehen? Mit dem Ziel, die effizienteste, gewissenhafteste und nachhaltigste Gesellschaft wie möglich hervorzubringen.